So, willkommen zu einer Schulung, speziell Chilinea heute. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir zeichnen das Ganze auch auf, damit wir für jene, die heute nicht dabei sein können, dann damit die das dann nachsehen können, sozusagen. Ja, Stefan, was hast du vorbereitet? Ich wollte mal nur sagen, vom Mittwoch noch, ich bin immer noch schwerstens begeistert. Also unfassbar, die Resonanzen drauf. Unglaublich, gell? Es sind Nachrichten gekommen, es sind überall eigentlich voller Freude, denen Leuten hat es gefallen. Gell? Es war, auch wenn es ein bisschen länger dauert, hat es geplant. waren trotzdem alle zufrieden. Gell? Es hat wirklich, wirklich super gepasst. Und es war echt ein einzigartiges Event in Ja, war ganz toll. Also wir haben seit heute die Vollversion online. Das hat ein Weilchen gedauert, weil es eine Riesendatei zu bearbeiten und hochzuladen. Die ist online jetzt. Also für jene, die es vielleicht verpasst haben, die können das anschauen, das Ganze. Dann gibt es einen zweiten Part, wo wir nur den musikalischen Teil herausgenommen haben. Das ist auch auf unserem YouTube-Kanal drauf. Und ja, war wirklich ein tolles Event, so viele tolle Rückmeldungen bekommen, also wirklich sensationell. Das war ganz, Ja. ganz klasse, ja. Ja, genau. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben heute mehr Männer als Damen bei der Schulung. Das heißt, wir haben, glaube ich, auf der Seite der Männer große Begeisterung erweckt. Ja, sind ja tolle Produkte dabei, ne? Nein, echt klasse. Ja. Ich sehe, der Franz ist auch da, die Nina, alle beide schon da, super. Ja, im Grunde genommen ist heute eine Produktschulung. Wir werden näher auf ein paar Produkte eingehen im Bereich der Reinigung. Und da werden euch heute die Nina und der Franz Näheres dazu erzählen, ja, wie und warum und wie das wirkt und aus welchem Grund, gell? Und auch die Hauttypen wahrscheinlich. Also, ich bin nicht aus der Branche, ich kann leider jetzt gar nicht viel drüber sagen. Darum würde ich gern gleich mal das Mikro weitergeben und sagen, bitte startet ihr damit, bevor ich da jetzt am Blödsinn rede. Ihr habt den Host, also ihr könnt jetzt Mikro einschalten, ja? Hallo Nina und hallo Franz. Hat Franz, dein Mikro ist noch aus? Dein Mikro ist noch nicht online. Ja, jetzt bist du, glaube ich. Ah, Jetzt? Ja, okay. perfekt. Sehr Sehr gut, gut, wir hören euch. Nina, du bist ein bisschen leise, aber man hört dich. Okay, warte mal. Ja, so ist besser, wenn es weiter So ist näher. besser. Ja, so ist viel besser. Muss Schaut, da zugehen. sieht man den Gesichtern immer, was du weit beim PC bist. Warte mal, dann jetzt. Ah, Hallo? es geht Ja, eh. Passt ja, es geht eh, passt eh. ja, ich tue gerade die Lautstärke verstehen. Nicht so angenehm. Ja, perfekt. Ja, Okay. perfekt. Okay. Gut, jetzt bin ich sehr Bild. gespannt, was wir heute lernen werden. Absolut. Den Bildschirm seht ihr, oder? Ja, Okay. sehen wir, ja. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch das da irgendwie. Gut, ja, wir werden heute mit der Reinigung beginnen. Eben wie gesagt, unsere Naturkosmetik ist Naturkosmetik auf höchstem Niveau. Und es ist nicht nur Naturkosmetik, sondern Biokosmetik. Und das ist die höchste Stufe der Naturkosmetik. Also in Deutschland gibt es ja eigentlich nur Naturkosmetik und Biokosmetik wird ja gar nicht biozertifiziert, oder? Ja, in Österreich ist es eben so, dass es da ein bisschen Ausnahmeregelung gibt, aber wir hoffen natürlich, dass das irgendwann einmal auch überall ein Biozertifikat gibt, was natürlich sinnvoll wäre. Und wieso beginnen wir mit der Reinigung? Weil es die Basis ist für eine gesunde Haut. Ich tue jetzt gleich da weiterklicken, das haben wir eh schon alles einmal gesehen. Genau, so, jetzt sind wir am richtigen Punkt. Gut, die Reinigung ist eben sehr wichtig für gesunde Haut, für gesunde, schöne Haut und da gibt es einiges zu erzählen drüber. Viele Leute haben Probleme mit unreiner Haut auch und da gibt es viele Ursachen dafür. Viele sind
umweltbedingt, einfach durch die Ernährung oder durch die Hormone. Oder ja, eben falsches Essen trägt da viel dazu bei, aber auch genauso Bewegung und frische Luft ist genauso wichtig für einen gesunden Körper und eine gesunde Haut. Und natürlich auch Produkte, die das fördern und die nicht voller Chemie sind. Und bei den Reinigungsprodukten haben wir da einige tolle Produkte. Vielleicht magst du da näher eingehen drauf, Papa. Bei der Reinigung ist es so, ich selbst habe ja nicht wirklich einen Beruf, wo ich mich jeden Tag schmutzig mache, aber trotzdem ist es so, wenn ich nach Hause komme und am Abend eben eine Gesichtsreinigung mache, dann ist das Wattebett einfach doch schmutzig. Das heißt, selbst wenn man nur ganz normal in der Stadt unterwegs ist oder im Auto unterwegs ist, hat man so unglaublich viel feinen Staub auf der Haut, und das ist natürlich sehr wichtig, dass man am Abend oder in der Früh auch die Haut reinigt. Wobei es so ist, dass die Reinigung grundsätzlich aufgebaut ist in verschiedenen Komponenten. Es gibt also eine wöchentliche Gesichtsreinigung, das ist zum Beispiel das Mikrosphären-Aprikosenkern-Peeling. Und zwar deswegen, weil eben die Hautschüppchen absterben, und wenn die abgestorbenen Hautschüppchen nicht entfernt werden, dann ist es so, dass die Haut grau und fahl ausschaut, und dadurch tut man einmal in der Woche mit einem ganz zarten Mikrosphären-Aprikosenkern-Peeling die Haut ganz zart in kreisenden Bewegungen rüppeln und eben die abgestorbenen Hautschüppchen aber entfernen. Bei einer fetteren Haut ist es sinnvoll, das in der Woche vielleicht zweimal zu machen. Wir haben uns entschieden, kein Enzympeeling zu machen. Und zwar deswegen, weil eben in der Biophilosophie die Herangehensweise an die Haut sehr sensibel ist. Das heißt, wir haben hier mikrofeine Aprikosenkerne als Peelingkörper, und man glaubt am Anfang, dass es gar nicht peelt, weil es so fein ist. Wenn man es aber dann heruntergewaschen hat und dann die Haut angreift, merkt man also, dass es sehr effizient wirkt. Bei einer fettigen Haut wäre hier auch eine Möglichkeit, dass man es 2, 3 Minuten aufträgt. Das ist eine sehr interessante Textur mit Hyaluronsäure, ist sehr durchfeuchtendes Peeling, und dann erst nach 2, 3 Minuten, wo man das Peeling einziehen hat lassen, beginnt man mit dem kreisenden Rubbelprozess, und dann ist das Peeling eben auch sehr effizient bei einer eher fettigeren Haut, weil dort einfach mehr Hautschüppchen auch zu entfernen sind. Grundsätzlich ist es also so, zu hofte Anwendung, speziell bei sensibler trockener Haut, ist insofern nicht sinnvoll, weil einfach dann nichts da ist, wo man rupfen kann. Das heißt, einmal in der Woche ist effizient und ausreichend, und zweimal in der Woche bei einer fettigeren oder öligeren Haut. Wichtig ist, dass dieses Peeling die Haut nicht verletzt. Das heißt, man macht keine Mikrovernarbung. Sehr oft sind diese Ruppelteile eben zu scharf oder zu scharfkantig oder zu grobkörnig. Viele nehmen einfach einen Kristallzucker, zack, und ins Gesicht und rubbeln. Das ist natürlich nicht so zielführend, weil natürlich diese scharfen Kanten die Haut mikrofein verletzen, und ein vernarbtes Hautbild wird dann im Laufe der Jahre auch fahl und grau, weil diese Vernarbungen eben nicht so schön fein, zart und rosig sind wie die normale Haut. Nach dem Franz, Bild. Entschuldigung, Franz, kannst du dein Mikro einfach hängen lassen, weil du hast das ein Krachen drauf, glaube ich, wenn es den anschaut. Okay. Lass es einfach hängen, ich glaube, Ja, passt. Okay. das dürfte Geht so so besser besser? sein. Ja, ist Geht so? besser, ja. Ja, okay. Das habe ich nicht gewusst, weil letztens war es so leise jetzt, aber nicht gewusst, ob ich es ja zuhalten soll. Ah, Okay. ist gut. Na, passt. Dann kommen wir mal zur Reinigungsmilch oder zum Reinigungsschaum oder zum Reinigungsgel. Und zwar für sensible, trockene, empfindliche Haut empfiehlt sich natürlich, wie es schon heißt, das Sensitive Cleansing Milk, weil die für empfindliche trockene Haut ist. Sie ist eine sehr feine, zarte, cremige Reinigung, hat den Vorteil, dass man auch mit der Reinigungsmilch ein Produkt hat, das viele Leute von der Textur her gewohnt sind. Und man hat eben gerade bei sensibler Haut schneller ein unangenehmes Gefühl als bei einer robusteren, jugendlicheren Haut. Das heißt, bei einer trockenen, empfindlichen Haut ist immer besser eine Reinigungsmilch, die beruhigend wirkt und wo man ganz wenig Reinigungsmilch mit den Fingern auf das leicht feuchte Gesicht aufträgt und dann in kreisenden Bewegungen
das verteilt und dann mit lauem Wasser abwischt. Wichtig ist bei Damen, die eine Make-up verwenden, dass sie die Reinigungsmilch nicht einfach so über die Augen drüber verteilen, weil auch speziell, wenn man Kontaktlinsen trägt, weil natürlich hier eine sehr pflegende, feine, ölige Komponente dabei ist, die dann, wenn man es in die Augen bringt, gerade bei Kontaktlinsen, dann unangenehme Schlieren hat. Man müsste also die Reinigungsmilch, wenn man sie auch zum Augen-Make-up entfernen nehmen möchte, auf ein leicht angefeuchtetes Wattebett, das man mit lauwarmem Wasser anfeuchtet und dann ausdrückt, einen kleinen sparsamen Tropfen vom Reinigungsmilch draufgeben, auf das Lid andrücken und dann nach unten wegziehen. Viele Damen nehmen ja ganz rustikal oft einmal das Augen-Make-up ab. Das ist natürlich so, dass die Augenhaut sehr empfindlich ist und man sollte eben nicht zu grob mit seiner Haut, gerade im Augenbereich, umgehen, weil dort eben auch kein Bindegewebe vorhanden ist. Das heißt, gerade die Augenpartie ist einfach ein sehr sensibler Bereich, wo einfach die zarter Umgang gefragt ist. Nach der Reinigungsmilch ist es so, die Reinigungsmilch und alle Reinigungsprodukte entspannen die Haut, öffnen die Poren, verflüssigen den Talg und lassen den Talg abfließen. Und daher ist es so, wenn man sich für ein Reinigungsprodukt entschieden hat, ist es dann auch so, nachdem man es dann mit lauwarmem Wasser runterwäscht, dass auch dazu Tonic notwendig ist, um die Haut wieder zu adstringieren und normalisieren. Vielfach ist es ja auch so, dass eben kalkhaltiges Wasser, gerade im Alpenraum, ist, wo man nachher sowieso zum Neutralisieren des Kalks auf der Haut, wo man dann schon merkt, wenn man sich das Gesicht gewaschen hat, dass es spannt, das Tonic gerne nimmt. Aber es hat natürlich auch den Sinn, das Porenrelief wieder zu verfeinern, Poren zusammenzuziehen und die Haut wieder zu normalisieren, was dann sehr großer Vorteil ist, weil man braucht dann ganz wenig Pflegeprodukt, weil die Poren wieder geschlossen sind. Das Tonic ist ebenfalls auch mit Hyaluronsäure, und zwar, weil die Befeuchtung der Haut ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der nicht groß genug geschrieben werden kann und auch immer wieder angesprochen wird. Das heißt, Feuchtigkeitspflege ist das Um und Auf, speziell bei uns, wo auch im Winter sehr trockene Heizungsluft ist und auch in der Sonne im Sommer. Das heißt, oder man hat überall halt schon Klimaanlagen, die sich austrocknen. Das heißt, die Feuchtigkeitspflege der Haut ist im Prinzip schon mittlerweile das Um und Auf für eine Anti-Aging-Pflege, weil einfach ausgetrocknete Haut im kurz oder lang eben auch zur Faltenbildung neigt und somit hat man eben das Problem, dass dort beginnt, wenn man schon mit der falschen Pflege anfängt. Wir haben überall uns entschlossen, wo es Sinn macht, Hyaluronsäure hineinzugeben. Das ist eine pflanzliche Hyaluronsäure, die wird aus einem Glukosefermentationsprozess gewonnen und ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl auf der Haut und wird auch extrem gut vertragen. Und da wir vegan Betrieb sind, haben wir natürlich auch hier eine pflanzliche Hyaluronsäure in Verwendung. Zum Tonic ist zu sagen, es gibt verschiedene Geschmäcker, wie man es aufträgt. Es gibt Leute, die geben sich so einen Spritzer in die Hand und klatschen es auf die Haut drauf. Es gibt welche, die nehmen es als Nachreinigung, geben es auf ein Wattebett und reinigen sich sozusagen das Gesicht mit dem Wattepad nach und es gibt eben welche, die es eben raufklopfen und oben lassen. Und somit hat jeder so seine Gewohnheiten, wie er ein Tonic dann verwendet. Wir haben mehrere Reinigungsprodukte, allerdings nur ein Tonic, weil das Tonic ist so perfekt gelungen, dass man nicht zu jedem Reinigungsprodukt dann, das man runterwäscht, wieder ein eigenes Tonic braucht. Es gibt jetzt eben dann auch für speziell Make-up-Träger, die ganz viel Make-up verwenden und gerne und auch Augen-Make-up, haben wir einen Augenreinigungsschaum kreiert. Und zwar aus folgendem Grund, wie ich erst angesprochen habe, eine Reinigungsmilch ist einfach für sensible Haut, hat ein bisschen einen öligeren Anteil. Man fühlt sich nach Reinigungsmilch und Tonic schon fast gepflegt. Aber wenn man Make-up runterbringen möchte, dann ist dieser Schaum durch diese feine Textur und diese feine Schaumbildung sehr interessant, wie man auch das ganze Augen-Make-up runtergeht. Er trocknet nicht aus, er brennt nicht in den Augen. Und gerade Make-up-Trägerinnen sind also der beste Beweis, dass die Bioprodukte auch hier große Anerkennung gefunden haben, weil wir heute mit dem Reinigungsschaum
ein sehr interessantes Produkt anbieten, wo die Damen, die im speziell auch im Make-up-Bereich was suchen, was für empfindliche Haut ist und trotzdem das Make-up runtergeht, wirklich begeistert sind. Der Reinigungsschaum ist so, man würde den ganz kurz ein bisschen anschütteln und dann ganz sparsam rausdrücken. Also ein ganzer Spenderhub ist zu viel. Man würde wahrscheinlich mit einem halben auskommen. Beim Augen-Make-up ist es so, wenn man sehr viel Mascara oben hat oder wasserfeste Mascara, dann ist es so, dass man möglicherweise im Augenbereich es zweimal anwenden muss, dass man praktisch über die Augen dann noch einmal drüber geht, wenn nicht alles mit einmal runtergegangen ist. Der Reinigungsschaum hat sich mittlerweile auch bei den Damen für die Intimrasur und Achselrasur bewährt, weil er so zart und pflegend ist und so angenehm ist. Und auch viele sensible Männer, die sonst Probleme haben, dass eben eine ganz irritierte Haut bekommen, sind extrem begeistert von diesem Reinigungsschaum, auch als ganz sensiblen Rasierschaum. Und das Produkt hat also vielerlei Freunde gefunden in verschiedenen Anwendungsbereichen. Darf ich kurz unterbrechen? Beim Reinigungsschaum, der gehört zu der Linie Essential Elements, die wir ja haben. Auch diese Linie ist halt sehr gut geeignet für Leute, die Problemhaut haben oder unreine Haut haben, weil sie eben Salicylsäure enthält. Und Salicylsäure hilft eben diesem Abheilungsprozess. Und außerdem ist in dem Reinigungsschaum auch Granatapfel drinnen. Und Granatapfel hat ja auch ganz gute Eigenschaften auf die Haut. Und die Kamille, die auch beruhigt. Und ja, alle Produkte sind auf Aloe Vera Basis. Und eben genau diese Essential Elements Serie ist eben für Personen mit fettiger Haut oder eben Personen, die Hautprobleme haben, sehr gut. Also wir haben da recht gute Rückmeldungen auch. Also wirklich tolles Produkt. Darf ich auch mal eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Und zwar, jetzt hieß es vorhin die Milch, also ich habe zum Beispiel sensible Haut, ich habe mir auch jetzt drei Produkte schon bestellt. Jetzt heißt es aber zum Beispiel, der Reinigungsschaum ist gut fürs Augen-Make-up entfernen. Gerade so, wenn es aber dann also aufs ganze Gesicht kommt, wäre das ja für meine empfindliche Haut mit der Salicylsäure eigentlich nicht so geeignet. Gibt es denn auch was, wo man speziell nur für die Augen als Augen-Make-up-Entferner hat und trotzdem dann zum Beispiel die Milch und das Tonic verwendet? Oder grundsätzlich ist so, die Milch ist ja, grundsätzlich ist die Milch ja geeignet zum Augen-Make-up-Entfernen. Nur kann man es nicht so anwenden, dass man es einfach mit den Fingern aufträgt, herumruppelt, weil dann hat man es natürlich in den Augen und hat man kurzfristig ein bisschen Schlieren in den Augen. Das geht natürlich eh gleich wieder weg, aber es ist natürlich so, wenn man es richtig anwendet, mit einem Wattepad einen kleinen Tropfen drauf gibt, auf die Augenlider das angefeuchtete Wattepad mit der Milch andrückt, kurz wartet und dann runterzieht, dann geht es tadellos. Und wir haben ganz viele Kunden, die sensible Haut haben und die begeistert sind, nachdem wir ihnen die Anwendung eben beschrieben haben, beziehungsweise auch erklärt haben, weil wir oft persönlichen Kontakt zu Kunden haben oder auf unserer Homepage meine Tochter ja unmittelbar, wenn Fragen entstehen, in Echtzeit antworten kann. Die Milch ist auch gut fürs Augen-Make-up geeignet, nur wie gesagt, nicht so unkompliziert in der Anwendung wie das Gel oder der Schaum. Man muss einfach da ein bisschen sorgsam umgehen, das heißt, Wattepad verwenden, anfeuchten, lauwarm, ein bisschen, ganz wenig Reinigungsmilch draufgeben, auf die Augenlider andrücken, kurz warten und nach unten abziehen. Okay, super, danke. Gerne. Noch irgendwelche Fragen? Oder? Ja, von mir. Also ich wollte fragen, du hast vorher gesagt, der Schaum, der repariert wieder. Habe ich das richtig verstanden? Nein, reparieren nicht. Bei Unreinheiten ist es sehr interessant, weil Salicylsäure ganz wenig drinnen ist. Und Salicylsäure ist ja aus der Weidenrinde. Das heißt, es ist so aus der Weidenrinde ein Extrakt, so wie es Aspro oder wie es Aspirin ist, die Salicylsäure. Und die hat dann den Vorteil, dass sie eben bei unreiner Haut ganz, ganz massiv wirkt, dass die Unreinheiten zurückgehen. Und es ist so, dass auch Salicylsäure deswegen oft in Kosmetikprodukten, speziell bei unseren Essential Elements auch drin ist, weil es eben einen Vorteil hat, dass sie die Hautverhornungen, die im älteren Hautbereich oft stattfinden, da hat man dann unterschiedlich dicke Hautverhornungen. Und wenn man dann ein Make-up aufträgt, dann
scheint das oft mal fleckig. Und da ist Salicylsäure ein sehr beliebter Inhaltsstoff, weil eben diese unterschiedlichen verhornten Hautschichten dann im Make-up unterschiedlich ausschauen. Und das mögen viele Frauen eben nicht. Und da ist eine große Hilfe eben Kosmetikserie, wo ein bisschen Salicylsäure drinnen ist, die eben hier gut funktioniert. Ja, also sie hilft schon ab, sie ist irgendwie abheilend, ja. Abheilend, genau das Wort. Und wie macht sie das bemerkbar? Ja, also es ist so, dass Leute, ich kenne ganz viel von meinen Freundinnen auch, die den Cleansing Foam verwenden und die auch unreine Haut haben und die dann einfach nach einiger Zeit einfach merken, dass das nicht mehr so schlimm kommt und dass es einfach viel weniger wird. Okay, super. Das heißt, also bei unreiner Haut, da ist dann auch gemeint Akne und in diese Richtung. Genau. Okay, super. Danke. Gerne. Aber dann Selbsttest machen. Bitte? Selbsttest machen. So eine schöne Haut, was das ist. Ja, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das Spiegelbild der Seele, gell? Darum hast du schöne Haut. Genau. Ja, grundsätzlich. Aber das Rika, du hast ihn ja auch schon probiert. Dein Mikro ist aus oder ist es an? Hast du den Schaum schon probiert? Ja, ich bin jetzt jeden Tag. Ja. Und kannst du was dazu sagen? Also ich liebe den. Also so meine, ich bin auch sehr empfindlich, also meine Haut ist empfindlich, meine Augen. Und ich benutze den auch in meinen Augen-Make-up zum Entfernen und ich liebe den wirklich. Also meine meisten Kundinnen, die benutzen den auch. Ja. Die meisten haben auch Akne, deswegen kommen die auch zu mir. Und die Akne ist schon deutlich besser geworden. Ja, super. Nur als Hintergrund, weil du sagst, deine Kundinnen, die kommen zu dir, ganz kurz in einer Minute vielleicht erklärt, was machst du? Dass die leider wissen, warum die zu dir kommen. Ich bin Kosmetikerin. Okay, mit Schmuck. Nach Gesichtsbehandlungen. Super. Genau. Super, sehr gut, ja. Es ist immer schwierig, ein Produkt auszuloben. Jeder von uns, der da jetzt eben online ist, weiß, dass man da eigentlich nichts darüber sagen darf in Wirklichkeit, aber es ist einfach ein schwieriges Thema. Ne? Es ist so, man kann leider fast nichts mehr sagen, weil es natürlich alles mittlerweile fast verboten ist. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr detaillierten Katalog rausgebracht mit den Inhaltsstoffen, wo die Leute selber lesen können, was die Inhaltsstoffe bewirken, weil wir an sich ja dazu nichts sagen dürften oder dürfen. Aber das ist ja interne Geschichte da jetzt, wo wir was sagen können. Aber im Prinzip ist es so, man kann das ganz schlecht irgendwo anders sonst abdrucken, weil so Auslobungen nicht zulässig sind in der EU. Das ist ein sehr schwieriges Thema, ja. Ja, und es ist ja so, wir sind da sehr vorsichtig, weil wir da ja natürlich auch in Beobachtung sind immer. Das heißt, wir halten uns da ziemlich zurück und wir haben vieles zum Nachlesen. Und das ist ja im Prinzip wissenschaftlich erforscht, was da zum Nachlesen gibt über unsere Inhaltsstoffe. Und meine Tochter hat sich das die Mühe gemacht und das wirklich so perfekt zusammengeschrieben über die Rohstoffe, was die wirken, was die können. Und da kann sich dann jeder selbst ein bisschen... Kann man dann auch runterladen, diese, gell? Ja, genau, ist im Download-Bereich. Genau. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir haben dann noch, es gibt also verschiedene Kundenwünsche. Grundsätzlich ist es so, der Kundenwunsch hat immer Vorrang. Es hat keinen Sinn, einem Kunden eine Reinigungsmilch zu verkaufen, wenn er das nicht mag. Das heißt, letztendlich ist Gilinia gemacht für sensible Haut und ist ein sehr mildes Produkt. Selbst bei sensibler Haut ist auch der Reinigungsschaum oder das Gel geeignet. Wobei wir es schon speziell für gewisse Hauttypen dann empfehlen, logischerweise, sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber es ist so, der Kundenwunsch ist entscheidend. Leute, die einfach keine Milch wollen oder keinen Schaum wollen oder kein Gel wollen, auch beim Gel scheiden sich oft die Geister, hat es keinen Sinn in der Kundenberatung dann letztendlich auf das Gel zu pochen, wenn die sagen, nein, Mokka-Gel. Das heißt, der Kundenwunsch hat immer Vorrang und es ist bei der Reinigung so, bei der Reinigung geht noch nicht so viel schief. Warum? Weil man sie dann nachher wieder runterwäscht. Das heißt, ich habe hier drei Reinigungsprodukte, die Milch, den Schaum und auch das Reinigungsgel, das Susan Cleansing Gel. Viele wollen eine frische, schmatzige Reinigung nehmen. Gerade im Sommer switchen viele Frauen von der Reinigungsmilch auf das frische Gel um. Und
Das Gel wurde grundsätzlich für sensible und auch für unreine Haut gemacht, für jugendliche Haut, bei Akne und so weiter, weil es eben ganz wenig Ölanteil hat, aber sehr, sehr angenehm ist, auch für sensible Haut geeignet ist und ist eben ein sehr beliebtes Produkt, wenn Leute eben was Frisches gerade im Sommer wollen. Das Gel ist so, dass es beim Gel immer so ein bisschen die Leute auseinander dividiert. Es gibt Gel-Liebhaber und es gibt welche, die es halt gar nicht mögen. Und somit muss man einfach als Berater da sensibel sein und die Kundenwünsche einfach zuerst abfragen, was verwenden sie jetzt bis jetzt als Reinigung. Na, dann weiß man schon, wenn die bis jetzt eine Reinigung oder einen Schaum hat oder Reinigungsmilch hat, dann weiß ich schon, dass man vielleicht beim Gel einmal kurz einmal länger drüber reden muss, wenn es vom Haupttyp besser passen würde. Aber grundsätzlich sollte man zuerst einmal schauen, was der Kunde bis jetzt verwendet, dann hat man als Verkäufer schon ein bisschen eine Ahnung von dem, wo der Kunde ist. Das war jetzt einmal so weit zur Reinigung und Nachreinigung im Tonic. Gibt es dazu Fragen? Nein. Dann haben wir fast einen Schnelldurchlauf jetzt gemacht mit der Reinigung. Ja. Wollen wir noch was besprechen? Oder ist Interesse da, dass man auch die Tagespflege, vielleicht eine Tagespflege oder so? Vielleicht machen wir die Moisturizer dazu, jetzt zum Essential Elements, wenn wir jetzt gerade das da gehabt haben. Ja, und vielleicht noch das, wie heißt es nochmal? Die extreme Pflege, das Serum, jetzt ist mir das nicht eingefallen, das Serum. Biolift? Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe nur mitbekommen, dass es ein Serum gibt, aber ich habe jetzt leider Infos drüber. Grundsätzlich ist so, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt, ob dann Leute sauer sind, wenn wir heute schon was machen, wo sie sich dann einklicken wollten. Das weiß ich jetzt nicht, wie das normalerweise abläuft. Ob wir jetzt, wo wir heute das Thema Reinigung sozusagen publiziert haben, ob es jetzt sinnvoll ist, dass wir da in die Tiefe gehen mit dem Serum. Ich mache das natürlich gern, weil das natürlich unser Aushängeschild auch ist, weil uns wirklich hier was gelungen ist, wo man nicht so jeden Tag gerade im Bio-Kosmetikbereich findet. Aber wir können das. Okay, dann machen wir das. Ich mache ist auch kein Problem, wenn wir das beim nächsten Mal, also wenn das so ist, dass das dann... Nein, wenn es passt und wenn es aufgezeichnet ist für die Mitglieder, dann können die dann da reinschauen. Aber ich mache trotzdem jetzt zuerst den Advanced Moisturizer, weil das war so ein richtiges Produkt, wo wir einen Riesensprung nach vorne gemacht haben. Wie jeder weiß, haben sich ja unsere Bio-Kunden, ich habe das schon mal erzählt am Anfang, sehr drastisch geändert. Das heißt, Bio-Kunden waren nicht die Kunden, die aus der Kosmetikabteilung von der Markenkosmetik direkt in den Bioladen gekommen sind und dann plötzlich sich ein Bioprodukt gekauft haben, sondern es war ein sehr, sehr langer Weg, bis Markenkosmetikkäuferinnen, die sich in den Parfümerien normalerweise mit den Produkten eingedeckt haben, plötzlich auf Biokosmetik Tendenz war. Und wir sind da schon vor einer Herausforderung gestanden und gerade Damen, die Make-up verwenden, haben ganz spezielle Anforderungen an eine Hautcreme. Es ist so, die normale Naturkosmetik hat sehr oft sehr viel ölige Bestandteile, die dann für Make-up nicht optimal geeignet sind, weil es einfach nicht so gut hält. Das heißt, gerade Make-up-Trägerinnen benötigen spezielle Performance auf der Haut. Und da war eben der Advanced Moisturizer sehr interessant, weil der ist nämlich extrem hautglättend. Hier gilt natürlich auch wieder extremst sparsam in der Anwendung. Der grundsätzliche Fehler bei uns und Reklamationsgrund ist immer, weil die Leute viel zu viel verwenden. Wir haben so viele Jahre jetzt unsere Produkte am Markt und wenn jemand eine Reklamation hat, dann war das fast ausnahmslos Anwendungsfehler, zu viel Creme rausgedrückt oder zu viel Bodylotion rausgedrückt und dann nicht gewusst, wohin damit. Das heißt, man muss den Kunden wirklich hier sagen, dass ein kleiner Tropfen nicht einmal erbsengroß reicht schon für das ganze Gesicht und ist eben ein sehr interessantes Produkt, auch hier wieder mit Salicylsäure und zwar, weil eben auch hier diese Verhornungsthematik gerade bei Make-up-Trägerinnen sehr massiv und wichtig ist. Grundsätzlich ist es so, wenn man eine Mischhaut hat, und das ist oft der klassische Fall mit Mischhaut, ist der Moisturizer ganz, ganz ideal, weil er das Hautbild harmonisiert, ausgleicht und eine sehr interessante Performance hat.
Und durch diese glättende Eigenschaft sitzt das Make-up perfekt. Man braucht keinen Primer mehr. Das heißt, viele nehmen ja zuerst die Creme und dann einen Primer fürs Make-up. Wenn man den Moisturizer hier nimmt, braucht man keinen Primer mehr unter Make-up. Das heißt, ihr macht ein wunderschönes Hautbild, zieht sofort ein, die Haut wird komplett glatt und das Make-up sitzt eben perfekt. Speziell im Winter, wo Damen gerne Make-up auch als Kälteschutz auftragen, ist einfach der Moisturizer ein ideales Produkt zur Unterstützung. Wenn jetzt Leute kein Make-up nehmen und viel draußen sind, dann haben wir natürlich die Propolis-Creme, diese erzähle ich hinten am Rand, wo man ich brauche es nur kurz nicht, aber ich sage nur, wenn man kein Make-up trägt und einen Kälteschutz braucht, wird man eben nicht den Moisturizer nehmen im Winter, sondern eben die Propolis-Creme. Und das, der Moisturizer wäre ideal, eben auch im Winter, wenn man Make-up aufträgt, als Kälteschutz und so weiter. Da gibt es ganz viele Damen, die im Sommer eher kein Make-up nehmen, aber im Winter sehr wohl und da ist diese super Creme. Und auch für Männer eben, weil dieser Moisturizer, den haben wir so entwickelt, dass er eben auch perfekt die perfekte Männerpflege ist. Also willst du da nochmal einhacken oder? Oh, wir haben, ich nehme natürlich die Produkte auch selber und es hat so ein, ich war viel in den Bioläden draußen, die mir die Marke auf die Beine gebracht haben und die Produkte gelauncht haben und da habe ich sehr viele Beratungstermine gehabt und ganz, ganz viele Männer. Also ganz viele Männer haben ein gröberes Problem mit der Haut, weil sie eben sehr sensible Haut haben oft. Haben wir sehr, sehr geschädigte Haut teilweise, haben wir feuchtigkeitsarme Haut durch den Rasierschaum und viele andere Einflüsse, haben nie eine Creme verwendet und aus dem Grund eben auch das Problem, dass die Haut eben schon pflegebedürftig ist und sie wollen um Gottes Willen, war immer die gleiche Story, nichts Fettiges, nichts Öliges, nichts, ich will nicht eingeschmiert, ich will das Gefühl nicht haben, dass ich eingeschmiert bin. Und das war eigentlich so der Kick, dass wir gesagt haben, okay, das ist das Produkt, das brauchen wir für Damen und Herren. Und das ist ein ganz erfolgreiches Herrenprodukt, der Moisturizer. Den tragt man auf, hat Hyaluronsäure, ist ein Anti-Aging-Produkt par excellence. Also man hat so schnell eine so schöne Haut bei dem Produkt und die Männer lieben es auch. Es ist vom Duft her sehr neutral für Damen und Herren. Und die Damen lieben es als Make-up-Grundlage oder als Tages- und Nachtpflege und die Männer genauso. Genau. Und hat jemand noch eine Frage dazu? Oder? Nein, grundsätzlich, ich finde das ein Hammer. Ich werde das jetzt dann gleich bestellen. Ja, und in dieser Serie ist Essential Elements, das sieht man sehr, das steht da. Ja. Ist auch noch dieser Augenkomplex dabei. Genau. Der Augenkomplex, also ich war ja immer pragmatisch und habe gesagt, wozu brauchen wir Augenpflege, wenn wir so gute Pflegen haben, die man auf die Augen verwenden kann. Und dann war es so, dass die Damen natürlich aufgrund der vielen Jahre Parfümerie und Kosmetik einfach total auf Augenpflege stehen und total getrimmt sind auf Augenpflege. Und es war dann so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir eine Augenpflege, weil wir das so lange Jahre gehört haben. Und wir machen jetzt unsere Augenpflege und haben uns aber gesagt, okay, als Dankeschön, dass der Kunde so viele Jahre ohne Augenpflege unsere Produkte verwendet hat, machen wir ganz ein tolles Angebot. Wir haben eine große Flasche mit 30 Milliliter zum Preis von 15 Milliliter. Das heißt, 30 Milliliter kostet 34,90 oder 35,90, ich weiß jetzt nicht auswendig, und ist ein mega, mega Produkt. Es ist fürs Augen-Make-up super, dass die Damen die Augen-Make-up verwenden, die lieben es. Gilt das Gleiche. Man braucht ja nicht einmal, also so wenig, ich weiß nicht, wer es jetzt von den Besuchern hier verwendet, aber der Augenkomplex ist sensationell und das Augen-Make-up strahlt förmlich. Also es ist wirklich ein tolles Produkt geworden. Wir haben zwar lange dazu gebraucht, dass wir es rausgebracht haben, weil wir eben uns immer wieder ein bisschen drum herum gewunden haben, aber jetzt haben wir eine Riesenfreude, weil es zu den Top-Sellern gehört, weil eben die Damen großen Wert auf Augenpflege legen, auch hier wieder mit Hyaluronsäure. Was ganz wichtig ist, Kaktusfeigen, Traubenkern und Granatapfel sind natürlich mega, mega natürliche Antioxidantien. Also das heißt, das ist ein mega Anti-Aging-Produkt und für die Augenfältchen und zur Behandlung der Augenfältchen extrem gut geeignet und das Make-up-Grundlage faszinierend gut. Wir werden diese Produkte, die haben wir jetzt noch nicht im Shop, gell? Die werden die nächsten Tage dann in den Shop kommen. Gell? Also diese beiden. Bitte? Die zwei.
Die würden zusammenkehren, die zwei, bitte. Die zwei, okay, ja. Die kommen dann gleichzeitig rein. Ja. In ein paar Tagen wird das drinnen sein, ja. Ja, weil das ist sinnvoll, weil die von den Essential Elements irgendwie zusammengehören. Ja. Und wenn ich jetzt nur darf, dann mache ich das mit dem Lifting-Komplex und Serum. Es ist so, unsere Erfahrung war schlichtweg und ist, dass immer mehr Parfümeriekunden im Bioladen oder in der Bioabteilung eines größeren Kaufhauses landen. Das heißt, die Bioabteilung freut sich immer mehr Zulauf. Und wenn ich da so drin gestanden bin, haben die Damen gesagt, ich habe bis jetzt das und das von da und da verwendet. Haben Sie was, was das auch kann? Und das war eigentlich über Jahre die gleiche Aussage. Und es ist natürlich so ein Produkt auf den Markt zu bringen, das schüttelt man nicht so irgendwie aus dem Ärmel raus, sondern es war echt schon eine mühsame Angelegenheit. Und zwar deswegen, weil wir grundsätzlich nichts am Markt haben, wo wir dann keine zufriedenen Kunden haben. Ich habe 100 Versuche zu Hause stehen, die nie fertig geworden sind, weil wir gesagt haben, okay, da sind wir jetzt am falschen Weg. Und das heißt, das war jetzt wieder ein Produkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen das, wir müssen das durchziehen. Und da haben wir eben ein ganz tolles Produkt, das jetzt auch letztendlich das kann, was diese Damen, die wirklich viel Geld ausgegeben haben in der Parfümerie, auch die Erwartungen erfüllt werden. Und wir haben Damen, wo natürlich logischerweise in Wien ein Riesenmarkt gewesen ist und gerade in Wien sind Damen, die sehr verwöhnt waren in der Parfümerie und die jetzt mit dem Produkt sagen, wow, dass das ein Bioprodukt kann, wir sind völlig überrascht. Ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, das ist jetzt keine böse Aussage, aber wenn Damen schon eine pflegebedürftigere Haut haben, dann sieht man natürlich schneller einen Effekt, als wenn eine Dame eine wunderschöne Haut hat und das Produkt verwendet. Aber wir haben Damen gehabt, die nach 3-4 Wochen gesagt, schauen Sie mich an, Wahnsinn, das Produkt. Aber da war eben schon eine anspruchsvolle, pflegebedürftige Haut da, die letztendlich in kürzester Zeit auch für mich sehr überraschend eine ganz tolle Entwicklung gemacht hat. Und das nur mit Bio-Inhaltsstoffen, was eine ganz große Rolle spielt, auch der Tabakextrakt, dieser Tabakblattextrakt, der das ist ein Produkt, das nämlich ohne Hyaluron auskommt und ist trotzdem ein Wahnsinns-Anti-Aging-Produkt, weil es eben durch die Versorgung der Haut, durch die Blutbahn, dass die Durchblutung angeregt wird, besser versorgt wird. Das heißt, wir arbeiten da nicht mit einer Hyaluronsäure, sondern eben mit vielen anderen Ingredienzien, die im Detail dann auch aufgelistet sind und wo man dann auch nachschauen kann, wie was wirkt, wie Kaktusfeigenextrakt und meine Tochter ist da fett genau. Der wilde Fenchel ist auch sehr interessant. Und Granatapfel sowieso. Der Tabak, der wird ihn unterschätzt. Der Tabak ist, wir haben zwar Länder, wo Tabak verboten ist, also da gibt es ein komplettes Verbot von Tabaksaft, also ich weiß zwar nicht warum. Und die Kaktusfeigen. Und diese Kombination hat eben dazu geführt, dass die Haut ein wunderschönes Hautbild kriegt. Das Serum zieht sofort ein, ist ein reichhaltiges Serum. Man hat ein sehr, sehr angenehmes Hautgefühl und es klebt vor allem nicht. Wir haben immer wieder das Problem, dass Damen Seren verwenden, die eben zu sehr kleben auf der Haut. Das hat zwei Gründe. Entweder hat das Produkt eben das Kleben in sich oder die Damen verwenden zu viel. Bei uns ist es so geglückt, dass wir mit diesem Serum ein ganz mega Gefühl auf der Haut haben und kein klebriges Gefühl hinterlässt. Das ist eigentlich eine Rieseninnovation, weil gerade beim Serum sind Damen sehr heikel, wenn das zum Kleben beginnt. Das hassen sie komplett und vor allem ist es so, das muss ich jetzt da vielleicht sagen, die Dame, die sich zuerst interessiert hat. Wenn man ein Make-up aufträgt und man nimmt vom Serum zu viel, hat es keinen Sinn, weil ja dann noch die Creme drüber kommt. Und wenn man dann ein Make-up aufträgt, dann kann das eben abruppeln. Das heißt, man hat so Flocken, die sich dann abrollen. Es gilt immer beim Serum, wie bei allen unseren Produkten, weniger ist mehr. Es ist ja so, die Haut kann, das Serum ist gedacht für drinnen. Das heißt, was die Haut aufnehmen kann, so viel sollte man auftragen und das ist weniger wie ein erbsengroßer Tropfen fürs ganze Gesicht. Mehr kann die Haut nicht aufnehmen, alles andere steht auf der Haut und trocknet ein. Und dann kommt die Creme drüber und dann das Make-up und dann ist das Problem, wenn man das dann aufträgt, dann ruppelt es ab und man hat diese Flankerl. Das ist eigentlich der klassische Effekt, wenn man zu viel vom Serum verwendet hat. Und darum sage ich immer wieder dazu, gerade beim Serum gilt der Satz, weniger ist mehr. Lieber ein Tropfen zu wenig als zu viel, weil es einfach nichts bringt. Und dann haben wir natürlich, das Serum ist aber durchaus, ich habe ganz viele Frauen kennengelernt,
die im Handel arbeiten, in komplett ganzen Tag Aircondition. Mit Gebläse, NDNI, ganz feuchtigkeitstrockene Haut. Und da ist auch das Serum, obwohl es eigentlich für anspruchsvolle Haut konzipiert worden ist, auch ideal unter der unter einer unserer Tages- und Nachtpflegen, sei es jetzt unter der Sensitive oder sei es unter der Light Cream, Anti-Aging Light Cream. Den Komplex würde ich tatsächlich in Kombination dann einem reifen Hautbild empfehlen, in Kombination. Das Einzige, wo ich ihn für jugendliche Haut auch empfehlen würde, wäre, wenn man zum Beispiel so ein Puder-Make-up nimmt, das sehr trocken ist oft. Da ist es so, dass man, wenn man Puder-Make-up nimmt, ist auch dieser Komplex für jüngere Haut geeignet, weil es sehr, sehr angenehme Performance macht unter dem Make-up. Und sehr oft ist das Make-up, wenn man es dann aufträgt und hat eben nicht die entsprechende Pflege drunter, dann schaut es einfach nicht schön aus. Es wird einfach kein sattes, schönes Make-up. Und ansonsten ist diese Pflege eben für anspruchsvolle Haut konzipiert und das Serum eben auch für Damen, die berufsbedingt unter Umwelteinflüssen arbeiten, wo man eben schon in früheren Jahren auch ein Serum verwenden sollte, weil es eben immer gilt, alles, was man vermeiden kann, ist besser als wie zu reparieren. Reparieren ist immer kompliziert. Alles, wenn man schon rechtzeitig sich pflegt, weniger ist immer mehr, aber ein bisschen Pflege schadet nicht, aber reparieren ist immer schwierig. Das heißt, Leute sagen oft, ja, ich bin ja nur so jung, ich brauche das nicht. Das stimmt von der momentanen Sichtweise sehr wohl, natürlich, wenn man es im Spiegel nicht sieht. Aber es ist so, die Haut hat einfach, je nachdem, wo man und wie man arbeitet und welche Einflüsse man hat, einfach ein Defizit. Ich bin zum Beispiel gerne in der Sonne, ich muss eine Pflege nehmen, weil sonst ist einfach die Haut geschädigt, weil natürlich die Sonnenstrahlen und die UV-Strahlen austrocknen. Und das Gleiche gilt eben in diesen Büros, die voll airconditioned sind, wo ständig irgendein Wind von irgendwo her bläst oder wie es im Flugzeug ist, wo immer Gebläse ist, was die Haut massiv austrocknet. Das merkt man, wenn man im Flugzeug ist, ohne Lippenpflege zum Beispiel. Das heißt, man sollte doch auch im Beratungsgespräch empfehlen, wenig nehmen, aber irgendetwas, dass man die Haut einfach unterstützt und dass man eben die Haut gesund erhält. Es geht nicht um Schönheitspflege, es geht um Gesundhaltung der Haut in erster Linie. Eine Schönheitspflege ist der zweite Aspekt, der dazukommt, teilweise mit Lippenstift, Make-up und so weiter, aber grundsätzlich ist Gesichtspflege und Hautpflege eine Gesundheitspflege zur Gesunderhaltung der Haut. So, jetzt habe ich viel geredet. Super. Gut. Ganz toll. So. Gibt es Fragen in der Zwischenzeit? Schauen wir mal. Also das ist ein richtiger Informationsfluss. Ja, es ist ja erstaunlich, dass sich Männer so gut auskennen da bei diesen Themen. Ich bin ja fast in einer Drogerie geboren. Ja, eben. Also ja, die ganzen Ingredienzien und die Inhaltsstoffe, also auf höchster Ebene, wirklich toll, ja. Was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, weil die Leute sagen immer, ja, warum sagst du immer, dass man wenig verwenden soll? Ich habe es schon bei jeder Schulung gesagt, weil die Kunden sonst nicht zufrieden sind, wenn sie zu viel nehmen. Erstens einmal bringt es nichts, es ist ein unangenehmes Gefühl, sie brauchen wesentlich mehr Produkt und dann sagen sie, ja, ist eh gut, wenn sie es schnell aufbrauchen. Nein, ist nicht gut, wenn sie es schnell aufbrauchen, weil das Wichtige ist, sind unsere zufriedenen Stammkunden. Es ist mir nicht wichtig, ob sie ein Produkt schnell aufbrauchen, es ist lieber, sie haben drei Produkte mehr. Also das ist... Okay. Tolle Einstellung, ja. Absolut. Ja, die Stoffe sind halt wirklich außergewöhnlich. Also man kann eh da nachlesen selber noch, wenn man dann Interesse hat. Und eben Traubenkernöl, Granatapfelextrakt, Arganöl und so weiter, das sind alles sehr hochwertige Inhaltsstoffe und die eben auch noch aus biologischer Landwirtschaft. Und das macht einfach den Unterschied und man fühlt es auch auf der Haut. Und kalt gerührt, nicht erhitzt, nicht pasteurisiert. Das ist alles roh verarbeitet, was ein ganz riesiger, riesen Vorteil ist. Kernöl, genau, das ist auch eines der seltensten oder ja, kostbarsten Inhaltsstoffe. Das ist auch in vielen Produkten enthalten, so im Augenkomplex zum Beispiel oder auch in den Power Repair Produkten. Ja, also man kann da ganz viel nachlesen und da sind einfach noch, man kommt dann noch auf ganz viele Sachen drauf, die man vielleicht eh schon mal gehört hat.
Viele tun ja ein Produkt zum Beispiel ausloben und sagen, wow, wir haben ein OPC, ein Traubenkernextrakt und so weiter. Das haben wir überall drinnen, weil darüber reden wir gar nicht mehr eigentlich, weil wir das sowieso als Standard in einer guten Kosmetik drinnen haben wir es heutzutage, weil es ja keinen Sinn macht, was am Markt zu bringen, was nicht wirkt oder was nichts kann. Aber wie gesagt, das ist ja so, dass eben gerade auf einem Traubenkernextrakt gibt es ganz viele, die sich da auf ihrem Produkt aufhängen, dass sie Traubenkernextrakt drinnen haben. Und da weiß man schon, dass das was Gutes ist. Ne? Wir haben es auch natürlich logischerweise drinnen, wie die anderen Inhaltsstoffe schon, aber wir haben nicht so einzelne Wirkstoffe jetzt so ausgelobt, sondern uns geht es eben um die gesamte Rezeptur, die einfach eine schöne harmonische Komposition ist, und um das geht es in Wirklichkeit. Wahnsinn. Und das ist ja, das sind ja diese Produkte, die da zum Schluss jetzt erwähnt worden sind beim Event, das ist ja kurz angesprochen worden, die was in Hollywood gelandet sind, oder? Ja, genau. Das ist natürlich eine perfekte. Die Hollywood-Stars haben natürlich Make-up rauf, Make-up runter und teilweise am Tag dreimal. Ja. Oder die Maskenbildner, wenn man da jetzt mal eben so ein Maskenbildner zugeschaut hat, was da drauf kommt, die Haut ist extrem strapaziert, und darum sind diese Produkte auch für Profis extrem gut geeignet. Und gerade Schauspieler haben wir auch einige auch als Kunden und Sängerinnen, Opernsängerinnen und so, die wirklich happy sind über diese Produkte, weil die einfach aufgrund ihrer speziellen Make-up, meistens Camouflagen, die wirklich alles abdecken. Oder wenn es ins Massenbildnerische geht, sowieso ein Wahnsinn, da sitzt man 4 Stunden in der Make-up drinnen, bis fertig ist. Also das heißt, die Haut, gerade bei den Profis, ist extrem strapaziert, und das Produkt ist wirklich ein Hammer, auch für diese Leute. Perfekt. Es ist also wirklich allerhöchstes Niveau, muss man sagen. Ja. Darika, du bist ja unser Gesicht jetzt, unser Model auch, und was ist denn dein Lieblingsprodukt eigentlich von dieser tollen Palette, was wir jetzt da gehört haben? Weil du arbeitest ja damit schon seit langer Zeit und du bist ja auch Profi auf dem Gebiet als Kosmetikerin. Was ist dein Lieblingsprodukt? Also meine Lieblingsprodukte sind die Propolis-Creme, die Augencreme und das Peeling. Und warum? Also die Propolis-Creme, ich habe halt eine sehr empfindliche Haut und ich mag es so, wenn da schon ein bisschen mehr drauf ist. Und bei der Propolis-Creme denke ich dann immer so, ja, okay, da ist schon ein bisschen mehr drauf als bei diesen, bei den anderen Cremes. Und das Peeling, ich peel halt echt gerne meine Haut, weil ich, seit ich geboren bin, habe ich so eine Haut, die halt echt ungleichmäßig ist. Und ich habe einfach das Gefühl danach, dieses Glatte einfach. Und die Augencreme, ich liebe Augencremes. Und die ist echt gut. Also ich trete eigentlich immer, wenn ich Augencremes benutze. Aber also von Renea Bio ist die erste Augencreme, von der ich nicht trete, nicht mal hier Ausschläge bekomme, gar nichts. Nein. Und Augencremes sollte man benutzen. Das ist sehr wichtig. Wir haben uns bemüht. Ach, und noch was. Da gibt es so ein Bodylotion für also Mama und Kinder und Babys. Die benutze ich auch sehr, sehr gerne. Die riecht wunderschön und die macht die Haut sehr weich. Das ist echt schön. Mhm. Sehr schön. Das ist ein sensationelles Produkt, genau. Wir werden auf der nächsten Schulung dann wieder ein Paket Produkte vorstellen. Und das ist auch eine sehr gute Serie, die Babycare. Aber was ich zur Propolis dazu sagen möchte, wir haben ganz viele Kunden. Das ist jetzt nicht böse gemeint, was ich jetzt sage. Aber wir haben diese Propolis-Creme gemacht für diese Damen, die früher auch viel Kosmetik verwendet haben, wo auch viel Silikon im Anteil drin war, der Mineralölanteil. Das heißt, die brauchen dieses Gefühl, ein bisschen eingremt zu sein, dass man was spürt. Und im Bio war das sehr schwierig. Und mit der Propolis-Creme ist uns gelungen, eben gerade diese Damen, die das Gefühl gern haben, dass sie eingecremt sind, zu vermitteln, und das in Bioqualität ohne Silikone, ohne Mineralölbestandteile. Und mit dem Produkt haben wir wirklich einen großen Erfolg gehabt, dass wir leider derzeit schon wieder ausverkauft sind, aber wir haben es wieder nächste Woche hoffentlich im Haus. Aber die Produkte, gerade im Winter, ist das eine Wahnsinnscreme. Wir haben ganz viele Leute, die einen Hund haben, in der Früh rausgehen, kein Make-up in der Früh oben haben, aber die Propolis-Creme drauf haben, weil es auch ein schöner Kälteschutz ist, weil sie ein bisschen auf der Hautoberfläche stehen bleibt, das nicht sofort einzieht und einen wunderschönen Schutz und Pflege bietet. Und Propolis ist natürlich ein sensationeller, natürlicher Inhaltsstoff. Über Propolis brauchen wir gar nicht viel reden, weil jeder weiß, der hat das als Hausmittel zu Hause. Bei allen möglichen Wehwehchen wird Propolis verwendet. Und ich selbst habe auch hier in Brasilien
eine Flasche Propolis bei mir am Tisch hier stehen, weil das einfach ein sensationeller Bio-Rohstoff ist, den es eben auch bei uns in der Kosmetik gibt und die Damen lieben diese Creme. Und der Stefan auch. Ja, wie der Stefan auch. Ja, absolut. Aber weißt du, wenn ich die Creme auftrage, die Propolis-Creme, das ist wie ein Magnet weg ist. Also das sagt dir eine. Ja, ja, im Winter bei Heizungsclub. Was ich vergessen habe, leider zu sagen, erst in der Schulung, ich hoffe, es sind alle da, wir haben grundsätzlich in der Kosmetik keinen Alkohol in unseren Produkten, auch in der Reinigung nicht. Das heißt, wir sind alkoholfrei ausgenommen. Und da gibt es drei Produkte. Das ist der Deo-Spray. Da müssen wir die Pottasche lösen in Alkohol. Und die Propolis-Creme hat einen Alkohol, weil das Propolis muss in einem hochprozentigen Alkohol aufgelöst werden, sonst kann man es in der Creme nicht verarbeiten. Und dann haben wir es in einem Haarpflegespray drinnen, weil da ist eine Stärke drinnen, die man auch in Alkohol lösen muss. Das heißt, wir haben nur drei Produkte, wo Alkohol ist. In der Gesichtspflege grundsätzlich nicht. Ausnahme ist die Propolis-Creme, das ist ein wichtiger Hinweis. Und zwar nicht, weil wir da einen Alkohol reintun wollten, sondern weil eben Propolis es verlangt, dass man es in Alkohol auflöst, sonst geht es eben nicht, sonst kann man es nicht verwenden. Das ist ein sehr hartes Harz. Mhm. Du hast vorher gesagt, wir werden eine weitere Schulung machen. Also ich würde vorschlagen, heute in 2 Wochen, wenn es für euch passt, also am Freitag, wieder selbe Zeit um 19.30 Uhr. Das wäre dann der 26. Wenn für euch das passt, dann wird man dort weitere Produkte vorstellen. Nina und Franz, geht das bei euch? Nicht der 26. Vielleicht können wir es am Tag davor oder? Donnerstag. Ja, natürlich. Also 25. machen wir jetzt perfekt. Auf Donnerstag, auch kein Problem. Ja. Ausgezeichnet. Dann würde ich einen Link generieren, 25. Februar. Ja. Und da geht es dann mit weiteren Produkten dann ins Detail wieder. Ausgezeichnet. Habt ihr jetzt zu diesen Themen, was wir heute gehört haben, noch Fragen jetzt? Weil jetzt haben wir noch die Chance. Dann könnt ihr das Mikro jetzt aktivieren. Das freigeschalten. Franz, wie ist es derzeit in Brasilien? Wir haben ja gerade eine Kaltfront bei uns in Kärnten mit minus 7 Grad, glaube ich, jetzt gerade bei mir. Was hast du für Temperatur jetzt gerade? 25, 26 Grad haben wir. Ja, toll. Hey. Aber wir haben auch, Gott sei Dank, jetzt haben wir 3 Monate blauen Himmel gehabt und jetzt war es schon so, dass meine Blumen sehr gelitten haben und ich mit dem Blumenspritzen nicht mehr zusammengekommen. Und jetzt hat es Gott sei Dank gestern ein bisschen Gewitter gegeben, dass wir also ein bisschen alles gegossen haben im Garten. Das heißt, ich habe jetzt den Stress nicht mehr mit dem Spritzen. Also das heißt, du hast eine sehr trockene Phase jetzt bei dir, weil normal ist in Brasilien relativ feucht. Hängt ja von der Region ab, ist ja riesig. Ne? Ja, es ist nur so, weißt du, war früher ein Regenwald und Tropenland, aber es hat sich natürlich aufgrund der Dezimierung des Regenwaldes schon auch das Wetter ziemlich verändert. Das heißt, das ist wahrscheinlich, es ist nicht anders wie bei uns in Österreich in Wirklichkeit, aber es war natürlich früher ein Bergnebelregenwald, weil es immer geregnet eigentlich. Also das ist anders geworden. Was sind die kältesten Temperaturen, die du so im Jahr dann verzeichnest bei dir? So 10 Grad. 10 Grad? Und welche Jahreszeit ist das dann? Also in welchem Monat? Juli oder August, also meistens Anfang des Monats. Also im August, da ist es bei dir dann kühler, ne, sozusagen. Ja, also Ende Juli, Anfang August, so 14 Tage ist es meistens kälter. 10 Grad, naja. 14 Tage haben wir Winter. Aber Frost gibt es kaum in deiner Region, nein, gell? Nein. Und ganz weiter unten maximal, und zwar in Grenze zu Uruguay. Okay. Im ganzen Süden von Brasilien ist dann schon Frost und Schnee möglich, aber da herum bei uns wird es nicht. Ich habe ja einen Freund, der lebt seit langer Zeit in Florida, in Palm Beach, gell, und der hat mir vorgestern hat er mir ein Video geschickt, dass es das erste Mal, seit er dort lebt, hat er Eis kratzen müssen beim Auto, gell, und das in Palm Beach. Gell. Das ist unglaublich. Ja, das wäre auch schlimm bei Keller oder Heizung. Ne? Das ist also, da gibt es nur Decken, wenn man es braucht. Also meine Tochter kennt das auch, glaub, die hat ja auch schon einige Decken da herüber transportiert, wie es darüber, weil ja. Die hat da eher gefahren. Ich habe Gott sei Dank, ich mag die Köhne überhaupt nicht, aber ich friere Gott sei Dank auch nicht leicht. Das heißt, das ist ein großer Vorteil. Das kann schon kalt sein manchmal.
gemacht. Ja, das ist klar. Ja, gut. Ja, das Interessante ist, weil es in der Nacht ist kühl, weil wir in den Bergen sind. Wir sind jetzt auf fast 600 Meter runter. Aha. Und dadurch ist in der Nacht kühl, angenehm zum Schlafen. Man braucht Air Condition. Und unter Tag hat es 26 bis 30 Grad und am Abend ist es wieder angenehm kühl. Das heißt, sobald die Sonne untergeht, ist da angenehm zum Schlafen und man schwitzt nicht in der Nacht. Das ist sehr gut, ja, weil wenn man überhaupt nicht zur Ruhe kommt, wenn es nicht abkühlt in der Nacht oder so, ja, dann ist das ganz schlecht. Ja. Und Airconditioner Nacht mag ich überhaupt nicht. Das heißt, das ist perfekt für mich da. Ja, sehr gut. Wie ist es eigentlich bei euch? Du weißt ja, wir haben ja unseren Verein, wo wir mit Photovoltaik und so weiter arbeiten. Du hast ja unglaublich viele Sonnenstunden dort in der Region. Gibt es bei euch dort in der Region viele Anlagen, also PV-Anlagen und so auf die Dächer? Ist das dort? Da gibt es nicht einmal die alten Solaranlagen. Das heißt, das Warmwasser wird da mit Strom erzeugt. Wow, das ist unglaublich. Und es ist so, dass die Solarmodule mittlerweile... In jeder Stadt findet man mittlerweile jetzt Werbung für Solaranlagen. Okay. Aber das wird sich, also ein Durchschnittsbrasilianer verdient so wenig. Ich sage einmal, Durchschnittsbrasilianer hat so 300 Euro im Monat. Okay. Und das ist natürlich, eine Solaranlage zu kaufen, da ist natürlich alles andere wichtiger als eine Solaranlage. Also, das geht einfach nicht. Und was? Es ist ja so, die Duschen sind ja kalt. Also, das Wasser ist ja so warm. Also, in Wirklichkeit ist ja. Ist klar. Und was kostet so die Kilowattstunde Strom, würde mich noch interessieren, in Brasilien bei euch? Weil bei uns liegt man so um die 20 bis 23 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland sind wir bei 33 Cent. Wo liegt man dort bei euch dort? Ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber es ist ungefähr, jetzt habe ich das Haus ungefähr das gleiche wie in Österreich. Das heißt, es muss fast ungefähr das gleiche sein. Ist ähnlich teuer. Also im Verhältnis sehr teuer für einen Brasilianer, weil wenn der 300 Euro verdient und der hat so hohe Stromkosten, ist das schon relativ teuer, gell? Ja, ein Brasilianer hat eigentlich keinen Strombedarf, außer sein Kühlschrank aus, das war's. Weil okay. Das ist einfach so, man muss sich da einfach reduzieren, aber das Glück ist, dass das Klima so ist, dass die meisten eben dadurch wenig Geld für Heizung und Warmwasser und so weiter aufwenden müssen. Mhm. Und der Kühlschrank ist im Prinzip der größte Stromfresser da. Und wir haben natürlich viel Kaffeemaschinen und solche Sachen, das haben die meisten ja nicht. Die haben einen ganz normalen Gasofen und da gießen sie sich im Filterkaffee auf. Das heißt, das ist so, den trinken wir auch ganz gern, aber man hat natürlich dann ein bisschen so den europäischen Standard sich eingeführt. Ja. Aber die Brasilianer machen ihr Leben sehr gut mit den traditionellen Dingen, die sie haben. Und oft ist die sogar gescheiter wie die Technik, die dann ständig irgendwas hat, weil es doch manchmal, wenn es ein bisschen länger feucht ist, wieder dann irgendwo die Feuchten reingreift und dann funktioniert wieder was nicht. Ja. Ja, interessant. Ja. Ich habe mir früher ein kleines Beispiel zu. Wir haben immer geglaubt, wir müssen das Haus alles perfekt installieren, so wie in Österreich auch mit der Hightech im Strombereich. Yeah. Und die Brasilianer haben in Zangen den abisoliert, haben es zusammentradelt, Isolierbandel rum und in die Dose reingesteckt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns Klemmen mitnehmen. Und dann war es also so, dass alle unsere Klemmen dort, wo es angeschraubt war, ist der Draht abgerostet durch die Luftfeuchtigkeit. Abgerostet durch die Feuchtigkeit quasi. Das heißt, die Brasilianer wissen schon, warum sie nicht mit der Klemme arbeiten, sondern die machen das einfach so und das halt wesentlich besser wie unsere Hightech-Geschichte. Interessant, ja, da kann man noch was lernen. Hey. Ja. Ja, unglaublich, aber wie man sieht, das Internet funktioniert perfekt. Also heute ist es möglich, dass man da über große Distanzen da Schulungen macht. Also wirklich großartig. Vor ein paar Jahren war das undenkbar. Ne? Ja, da sind wir froh. Das war das Erste, was man macht, wenn wir alle eine Firma haben. Alle meine Freunde, wo wir da sind, haben alle einen Betrieb und das wäre unmöglich gewesen. Das Erste, was wir gemacht haben, gesagt, okay, wenn wir da so lange rüben sind, brauchen wir unbedingt eine Kommunikation, wo man mit der Firma kommunizieren kann, weil das wäre ja nicht möglich gewesen. Ja, klar. Ja. Mhm. Toll. Ja, Freunde, gibt es noch Fragen? Sonst haben wir die Stunde jetzt voll, sind wir gut in der Zeit. Habt ihr noch irgendwas, was euch interessiert? Jetzt ist der Franz noch da und die Nina. Ansonsten haben wir am Donnerstag, dem 25. Februar, die nächste Chance dann. Genau. Und was ich vorher noch sagen wollte, und zwar, es ist ja so, wir werden für 25. für die Schulung was vorbereiten, was das Geschäft, natürlich ist auch der Großteil da herinnen auch am Geschäft interessiert, ja,
das, was das Geschäft so richtig für euch katapultieren wird. Gell? Also ich habe da was entdeckt, das werden wir ausarbeiten und werden wir euch dann zur Verfügung stellen. Das werden wir dann beim nächsten Mal am 25. eben präsentieren. Und wir werden nur was ausarbeiten, und zwar werden wir als Specialist Group machen, wo ja, was jeder... Der, nicht gehört, Stefan, noch einmal bitte. Bitte? Jetzt hast du eine Störung gehabt. Noch einmal bitte. Okay, ich habe gesagt, wir werden eine Specialist-Gruppe machen, ja, die wir werden ausarbeiten, wer da alle mit drinnen ist und wer dann auch da reinkommt. Ja. Und da wird es dann richtig abgehen. Gell? Also da wird es dann Informationen geben, Postings geben, Kontakt und so weiter, wo man wirklich dann richtig ausschießt. Gell? Also das wird so ein richtiges gemeinsames Projekt, wo wir richtig Vollgas fahren, und ja, also da kennt sich echt schon freuen drauf. Am 25. wird es dann mehr dazu erfahren. Großartig. Ja, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank wieder. Bitte? Der Thorsten wollte was sagen, glaube ich. Thorsten aus Berlin. Thorsten, spät gekommen, aber doch da. Sehr gut. Hat man das gesehen? Ja, eigentlich ja. Ich wollte es mir erst verkneifen, aber wenn wir schon die Chance haben, wollte ich schon mal fragen. Hallo erstmal alle. Schönen guten Abend, ja, noch hier noch. Und zwar geht es mir um das Produkt, ob da Cycloestragenol mit drin ist. In manchen Produkten, also was für die Haut ist. Ist nicht Propolis, wie ich es mitbekommen habe, war drin, was ja schon mal schön ist, wa? Was, Franz, du musst dein Mikro aktivieren. Der Mikro ist aus. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe das. Ob was da in einem Produkt als Serum sozusagen für das Gesicht Cycloestragenol. Also ich habe damit ganz gerne gearbeitet, weil ich ganz gerne mal an die Ursache gehe, wobei Propolis ja wirklich schon wunderschön ist. Damit mache ich oft offene Beine zu, was die Bienen schützt vor allen anderen, sage ich mal, ist ja schon traumhaft. Vorhin war noch eine Kosmetikerin drin, die ich mitbekommen habe, die hat es bestätigt. Also ich sage mal, Maßstab ist bei mir immer, also ich pflege meine Haut überhaupt nicht, aber meine Frau hat ein großes Institut und da habe ich schöne Produkte reingebracht. Okay. Und für mich ist immer wichtig, ich denke mal, es ist Schwachsinn, sich aufzuspritzen. Was Frauen da alles für Sachen machen, ich finde immer toll, wenn man einfach an die Ursache geht, natürlich schön ist. Und das Gefühl habe ich, dass ihr das auch vertretet. Also das sieht man an allem, was ihr sagt, was ihr macht. Und deswegen, für mich war immer bei Forever Green, war früher, die haben Cycloestragenol drin gehabt in so einem Serum, was sehr lange gedauert hat, bis man, das geht an die Telomere der Haut, an die Hautalterung direkt dran, und es ist ein absolutes Highlight, finde ich persönlich. Aber sowas ist nicht drin bei euch im Serum, oder? Nein. Nicht, nein. Okay. Nicht schlimm. Alles gut. Beim Serum, das Serum, wie ich erst erklärt habe, funktioniert einfach über die bessere Versorgung der Haut, über die Blutbahn. Das heißt, durch den grünen Tabakextrakt, durch das Traubenkernextrakt, durch den wilden Fenchel und durch die Kaktusfeigenextrakte wird die Haut einfach besser versorgt und die Blutbahn. Letztendlich ist es ja so, alles, was man zu sich nimmt, leistet einen Beitrag. Und das Grundthema ist immer ausgewogene, gesunde Ernährung und möglichst auch der Anteil von pflanzlichen Nährstoffen soll mehr sein wie der Fleischanteil. Und wir haben ganz, ganz viele Leute, die mittlerweile auch die Kost reduziert haben, Fleischkonsum reduziert haben und gemerkt haben auch, dass es der Haut gut tut. Auch hier leichtere Lebensweise durch die Ernährung und die Produkte unterstützen. Mit Produkten kann man nur begrenzt jetzt zaubern. Man kann die Haut sehr gut unterstützen, aber wenn der Kunde einfach selber nicht mittut über die Ernährung und über frische Luft und so weiter, dann wird es halt auch schwierig. Also man kann... Das ist schon klar, Franz, aber die meisten denken ja immer, es gibt ein Zaubermittel, und bei Frauen ist es dann noch extremer, sage ich mal, weil letztendlich gutes Wasser, also 33 Milliliter Wasser trinken, sieht man an deiner Tochter, die hat eine gute Haut, die Veronika, wenn man guckt, hat ohne gute Haut, die ernährt sich gut bei uns im Zoom mit drin. Also, aber das kann man ja, die Menschen sind da, die wollen ja immer ein Zaubermittel haben, das ist es halt immer. Das passt. Ja, das ist immer, zum Zaubern, da sind wir nicht die richtigen Partner, glaube ich. Wir können sehr viel tun, und ich habe Leute, die verwenden unsere Produkte jetzt schon 20 Jahre und haben so eine schöne Haut, und wenn ich andere anschaue, die immer noch konventionell verwenden, dann haben die entweder ein schlechtes Gen, weil die Haut so ausschaut, oder es war die falsche Pflege. Das heißt, wir haben doch hier so viele positive Ergebnisse mittlerweile, auch bei schwierigen Hautbildern, dass ich glaube, dass wir am richtigen Weg sind, aber Zaubermittel haben wir keines.
Thorsten, der Ton ist aus. Sorry, bin ich wohl mit dem Finger aufgekommen. Ja, nee, alles gut. Also viel besser, wenn die Produkte so sind, wie sie sind. Also ich stehe voll dahinter, alles toll. Danke, danke. Super. Und wirst auch eine Freude haben und deine Frau auch im Studio. Wir sehen, du hast große Erfolge damit, weil wir haben es gesehen über so viele Jahre mittlerweile. Und unsere Kunden sind Gott sei Dank, viele schon dabei, seit 20 Jahren sind unsere Kunden und man merkt es am Hauptbild. Thorsten, der Ton. Der Ton, Thorsten, ist immer aus. Ich mache aber die von alleine. Ich sage, meine Frau ist beratungsresistent. Das ist das Beziehungsohr ein Problem. Die ist jetzt festgefahren. Die werden wir erstmal nicht gewinnen. Aber viele andere werden wir gewinnen. Wir haben ja eine große, breite Welt, sage ich mal. Ja, genau. So ist. Du musst es bei dir anwenden und sie wird dann die Schönheit sehen und dann wird sie natürlich nicht mehr Nein sagen können. Ja, wenn ich so aussehe wie ihr bei den Filmstars, hier der Stefan und du, also dann ist alles gut. Ich bin frei, ja. Volles Haar. Vielen Dank. Man darf halt auch nicht vergessen, dass viele Produkte so konzipiert haben, die machen die Haut durchlässig. Es sind viele Produkte, die einfach Dinge einschleusen in die Haut, wo aber eigentlich nicht dorthin gehört. Das heißt, die Haut wird über Inhaltsstoffe durchlässig gemacht, für viele Inhaltsstoffe. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer nicht irgendwo im Körper landet, was nicht dorthin gehört und sich dann eher als Problem herausstellt über kurz oder lang. Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan, sage ich immer wieder, hört mir keiner zu. Also es ist schon mal eine wichtige Nummer, was man da, und du hast ja vorhin selber gesagt, wenig hilft meist viel mehr. Da wird so viel Müll raufgehauen, also das ist ein Wahnsinn. Aber die verdienen alle ihr Geld, sage ich mal. Ja, ja, natürlich. Aber ich sage mal, wir haben uns vor vielen Jahren dafür entschlossen, dass wir unser Geld so verdienen wollen, wie wir es heute machen und nicht. Also ich möchte mir selber... Unsere Produkte nehme ich selber gerne, weil ich weiß, was drin ist und ich möchte immer nichts mehr auf die Haut tun, wo ich nicht weiß, was drin ist. Und ja, dann brauchst du den Spiegel nicht abhängen morgens, ja. Gut, ihr Lieben, ich halte euch nicht länger auf. Schönen Dank, ja. Ja, danke für deinen Beitrag. Ausgezeichnet. Ja, dann gibt es keine Fragen mehr, keine weiteren. Dann noch einmal 25. Februar 19.30 Uhr. Link wird dann in der Telegram-Gruppe geteilt. Holt die Leute dazu in die Telegram-Gruppe, in unseren YouTube-Kanal. Wir legen jetzt permanent dann auch Videos online. Auch das heutige Video werden wir dann in unsere Schulungskategorie hineingeben. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das tolle Meeting heute. Liebe Nina, lieber Franz, nach Brasilien, herzlichen Dank. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Meeting und schöne Grüße aus dem alten Österreich. Danke. Tschüss dann. Danke. Ciao. Danke. Ciao.